Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Bei meinem letzten Rucksack-Video haben mich einige gefragt, was das denn für ein Admin-Pack ist und was da so drin ist. Und das bespreche ich mit euch heute. Und hier haben wir ihn. Das ist mein Admin-Pack, der Sneagel Design A5 Fieldbinder. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich habe jetzt hier sehr, sehr viel reingepackt, um euch einfach mal zu zeigen, auch was für eine Kapazität der hat, damit ihr mal ungefähr einschätzen könnt, welche Größe der hat. Und habe den mit meinen üblichen Sachen bepackt. Ich muss aber betonen, dass natürlich je nachdem, was ihr damit machen wollt, der anders zu füllen ist. Ich habe auch einige Dinge mehr reingepackt, um euch einfach mal zu zeigen, was hier alles drin sein kann. Und damit legen wir los. Ich zeige euch erstmal von außen so, was hat der für Gimmicks und warum habe ich den gewählt. Gehe dann nach innen rein und dann zeige ich euch nochmal einen Vergleich dazu. Diese Variante hier, wenn ihr seht, das hier ist was für einen Rucksack und das hier ist eher was für die Beintasche. Und dann gehen wir mal durch. Ihr seht hier schon mal A5 Größe, also der ist schon relativ massig. Wenn ich so meine Hand dahin packe, das ist nichts, was ich einfach so in meine Beintasche packe oder sonst wohin. Das muss schon in den Rucksack rein. Tatsächlich finde ich das ganz gut, natürlich auch im Gelände zu haben. Man muss sich aber fragen, als Schütze, Einzelschütze ist das vielleicht viel zu viel für mich. Selbst als Gruppenführer würde ich sagen, das ist zu viel. Je nachdem, wie man sich natürlich organisieren will, kann es Sinn ergeben, auch die Größe mitzuhaben. Also, ihr seht vom Außen her, habt ihr hier schon mal ein Klarsichtfach, was man hier von der Seite befüllen kann, sodass ich hier schon mal meine ersten kleinen Listen haben kann. Ich mag das Material, dass es halt durchsichtig ist, weil ich im Notfall auch da drauf was zeichnen könnte, Dinge abhaken könnte mit meinen Stiften, die ich hier drin habe. Wir sehen hier diese Schlaufen. Dachte erst, es ist noch mal was zum Reinkletten. Die haben aber tatsächlich die Funktion. Sollte der Reißverschluss mal defekt sein, ja, kann ich das immer noch schließen. Finde ich sehr durchdacht. Wusste ich nicht, musste ich auch erst nachlesen. Finde ich aber super und funktioniert dann auch natürlich entsprechend gut. Wir haben hier außen noch eine kleine Tasche. Da habe ich drin ein Radiergummi, sollte man immer dabei haben. Und dann natürlich Stifte, einmal grün, blau, schwarz und rot. Ich habe nochmal ein Sharpie mit als wasserfestes Teil und einen Marker. Und damit kann man schon mal sehr viel anfangen. Hier außen ist auch nochmal ein Gimmick, finde ich wirklich gut. Und zwar kann man hier ein Lineal reinpacken. Ich habe hier ein Metalllineal. Metall ist klar, hat hinten so ein paar Umrechenformeln, aber ist ein normales, ziviles Lineal. Das habe ich mir bei Amazon bestellt, habe da eine Schlaufe dran gemacht. Und das ist schon mal wirklich gut, wenn ich einfach draußen was gerade ziehen muss, im wahrsten Sinne. Auf der anderen Seite ein großes Fach, ideal für Listen zum Abhaken oder wenn ich tatsächlich mal eine Karte habe und möchte die bei einem Fahrzeugmarsch einfach hier drin haben, will da nicht drin rummehren, ideal, kann das eben von innen hier befüllen, kann man hier rein und kann das entsprechend voll machen. Ja, das ist auch nochmal unterteilt, also wenn ich das jetzt hier rausnehme, seht ihr das dahinter grün. Und dann kommen wir zur Innenaufteilung. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier zwei Reißverschlüsse. Einmal den großen, wo die Masse des Materials drin ist. Und dann nochmal sozusagen als kleine Extratasche hier vorne dran. Das ist die Tasche, mit der man auch das Kartenfach hier vorne befüllen kann. Und was da schon alles reinpasst, ist enorm. Ich habe hier drin einmal ein A5 Notizbuch hier von Ride in the Rain. Ja. Ich habe da drin alles, was so ein bisschen lose ist und kleiner ist. In dem Fall hier mein Kartenwinkelmesser. Das ist auch ein bisschen größer, gibt es ja auch in kleineren Varianten. Aber habe dann den großen immer mit dabei. Und dann habe ich hier drin
extra laminiert. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, die habe ich mit matter Folie bezogen. Meldeblockzettel, die ich dann sozusagen immer wieder benutzen kann. Die kann ich auch mit Bleistift bemalen, kann da Skizzen drauf machen, kann da auch, also ihr seht, hier passt auch die normale Meldeblockgröße, passt hier außen hervorragend rein. Es gibt da noch ein paar Schlaufen, ja, und so sieht das Fach von innen aus. Ich habe auch immer dabei so ein paar gelbe Karten, weil ich einfach mit Notizen da besser arbeiten kann. Habe hier auch eine Ausbildungsvorbereitung, ja, handschriftlich, die habe ich mir einfach dann im Nachhinein laminiert und führe alles, was so kleines Klatterkram ist, ja, das kommt eben genau in die kleine Tasche hier vorne rein. Kommen wir zum Innenteil und nochmal, wie bereits angesprochen, das muss ich nicht alles dabei haben. Ja, also alles, was hier drin ist, habe ich auch mal mit reingetan, um euch zu zeigen, was da alles reinpassen kann. So, ihr seht, das öffnet und ist relativ breit. Ich habe hier drin einmal einen faulen Knecht, seht auch, der ist relativ dick. Auch A5 passt hier komplett rein. Ich habe hier drin ein kleines Heftchen, auch nochmal mit Befehlshilfen, passt hier rein. Das sind die Sachen, die würde ich tatsächlich auch mitführen. Auf meiner Ebene würde ich die mitführen. Und auch das würde ich mitführen, das ist eine Materialliste. Grüße gehen raus, die beiden Sachen sind auch von Redbeard Tactical. Ich versuche mal einen Link reinzupacken, Redbeard Tactical, wenn ihr Informationen zu Militärgeschichte, Militärwesen, Ausrüstung haben wollt, Redbeard Tactical is the one. Grüße gehen raus. Habe hier eine Liste, auch diese habe ich mir laminiert und kann die mit meinen Stiften, die ich vorne drauf habe, beschreiben, wo ich meine Ausrüstung planen kann. Das würde ich auch tatsächlich immer mit hier drin haben. Das sind Sachen, die gehören außer nur mit zur Vorbereitung. Aber ihr seht die, ne, ich habe die auch laminiert und mit so einer Art Schlüsselring befestigt. Das sind einmal die Kit-Up und Fieldcraft-Merkbücher. Das würde ich vielleicht mit rausnehmen, wenn ich zivil unterwegs bin oder eben zur Vorbereitung. Aber ihr seht auch die nicht dünn und passt hier immer noch locker rein. Dann die eigentliche Aufteilung hier innen, ne, könnt ihr sehen. So, ich zeige das mal. Ihr habt hier diverse Aufnahmen. Wie ich erst gefragt habe, wofür ist denn das? Ja. Also hier an den Bändern hier außen kann ich den Winkel sozusagen verstellen und kann das auch entsprechend enger machen. Ja, wenn ich es nicht rausfuddle, wie es jetzt gerade passiert ist, sodass das dann steht und ich damit sozusagen wie so einen kleinen Klapprechner vor mir habe. Ja. Ich habe hier eine Karte drin und habe hier nochmal verschiedene Aufnahmen für Stifte oder eben, wie hier oben, für ein Knicklicht. Und das ist ein guter Vorteil. Ich kann hier das Knicklicht anlachen, habe hier nochmal so eine Flasche drüber, sodass nicht direkt alles rausstrahlt, kann das Knicklicht auch hier rein tun und habe eine Beleuchtung, ohne dass ich mich zu sehr exponiere. Wie gesagt, hier verschiedene Aufnahmen nochmal für Stifte, da gehört natürlich auch ein Bleistift rein. Und ich habe jetzt hier die Karte selbst ist auch laminiert, ist auch wichtig, weil 100% wasserdicht, also wenn ich damit ins Wasser falle, ist die halt nass, gar keine Frage, wird aber trocknen, aber alles, was hier drin ist, könnte auch nass werden. Das heißt, ich habe die Karte laminiert und habe sie aber auch hier in dieses Fach, ist auf der anderen Seite nochmal genauso, kann ich Karten oder Listen oder meine Meldungen oder meine Skizzen, kann ich hier entsprechend reintun und bearbeiten. Also, wirklich durchdacht, innovatives Design. Und kann man auch, wenn man jetzt, wenn einem A4 zu groß ist, und ich bin großer Freund von A5, ja, ist das wirklich eine hervorragende Art, um das A ins Feld mitzunehmen. Aber auch, wenn ich im Innendienst meine Notizen eher in A5 Größe mache, wirklich gut geeignet. Ein Gimmick, was ich hier auch noch im Innenteil beschreiben möchte, ist dieses Klett-Element. Achtet darauf, wenn ihr euch das tatsächlich kaufen wollt. Hier drin ist noch ein Ringverschlussmechanismus drin, den man eben rausnehmen kann, so wie ich das hier getan habe. Achtung, also das ist wie in so einem Ringordner.
dieser Ringverschluss ist mit so einer schwedischen Sonderlochung, die du kaum nachempfinden kannst mit dem, ja, mit einem deutschen Locher. Das ist, also das müsste man ausmessen, das ist nervig. Ich habe mir einfach im Schreibwarenladen einen losen Ringlocher normal für den normalen Locher besorgt. Werde da Klett unten dran machen, also die Hakenseite, werde den hier rein tun, wenn ich irgendwelche Sachen hier reinlochen will. Ansonsten lasse ich es einfach leer, so wie hier. Wie bereits angesprochen, wollte ich nochmal eine Alternative zeigen. Hier von Battleboard auch ein A5 Notizbuchhalter oder eine A5 Mappe. Passt in die dienstlich gelieferte, also in die normale Feldhose, passt ja nicht rein. Aber in alle anderen würde dann die Seitentasche der Hose passen. Wobei auch da Obacht, ne? Alles was ich in meine Beintasche tue und ich marschiere, reibe ich mir auch meinen Oberschenkel auf, weil das halt recht hartkantig ist. Wie ihr seht, haben wir hier auch so eine Kunststoff-Klarsichthülle, die ich von innen befülle. Und dann eben hier, und dafür finde ich es wirklich gut, meine Listen machen kann und kann abhaken, hier außen schon, was für Material habe ich dabei oder was brauche ich noch. Auf der anderen Seite nichts Wichtiges oder nichts mehr zu erzählen. Und dann, wenn man das aufmacht, sieht man halt hier die Aufteilung. Hier passen verschiedene Stifte rein. Ich habe jetzt hier einen Kugelschreiber von den Fisher Space Pen drin. Habe hier noch Aufnahmen, wo ich Material reintun kann, ja, wie alte Patches oder irgendwelche Abzeichen, die man hier drin findet. Hat hier eine Aufnahme für Notizbücher. Ich habe hier so ein kleines von Moleskine drin und damit kann man dann entsprechend arbeiten. Also für kleinere Sachen ist das wirklich gut geeignet. Jetzt probieren wir mal was aus. Also natürlich, das kleine Buch passt hier hervorragend rein. Jetzt gucken wir mal, und ich glaube, hier ist das Limit tatsächlich erreicht, kann man schon sehen. Ja. Also hier, das passt nicht mehr. Nochmal, auch ein Meldeblock würde hier nicht reinpassen. Also das ist tatsächlich eher was für, ja, andere Notizen. Genau, das gucken wir nochmal ausprobieren. Das Fieldbook, ja, das passt rein. Ja. Wenn man das auch nochmal in so einer Notizvariante hat, sodass man das hochklappen kann, kann man das gut nutzen und ist dementsprechend damit auch gut aufgestellt. So, wie bereits angesprochen, jeder befüllt seinen Admin-Pouch oder seine Schreibmappe individuell. Das müsst ihr letzten Endes entscheiden. Was jetzt hier nicht drin war, was ich absolut empfehle, ist natürlich ein Bleistift 6B. Aus meiner Bewertung ideal, so ein Fallbleistift von Koh-i-Noor mit einer dicken Spitze, sodass die Spitze nicht andauernd abbricht. Ansonsten einen verlässlichen Kugelschreiber, das muss auch nichts Teures sein. Da kann man jetzt, weil viele Stifte gehen verloren, so ein Fisher Space Pen kostet relativ viel, ist aber auch recht zuverlässig. Die Entscheidung müsst ihr dann treffen, deswegen 6B-Bleistifte und ihr seid immer gut dabei. Ein paar Folienstifte, euer Kartenmaterial und dann könnt ihr entsprechend, ja, alles euch aufschreiben und mitnehmen, was ihr für eure Mission braucht. Also dann, plant eure Mission, ja, plant eure Reise. Geht raus, tut Dinge und habt Spaß dabei. Mhm.